Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Dünnblechschweißen. Wurde schon jetzt sehr oft angefragt, dass ich mal ein Video machen sollte. Jetzt denke ich mal, ist der Zeitpunkt gekommen und wir können mal loslegen. Ja, schweißen werde ich mit dem Parkside PMSG 200A1. Das ist ein Inverter. Ich habe noch andere Videos, wo ich genau erkläre, wie das Gerät funktioniert. Könnt ihr euch anschauen. Und ich habe noch ein Alternativgerät verlinkt, weil das Parkside ist ja aktuell nicht verfügbar. Und jeder fragt mich ja, wo bekomme ich das Gerät her? Ja, aktuell gibt es es halt nicht. Müsst ihr halt mal schauen, wenn es mal wieder auf dem Markt gibt. Oder halt, wie gesagt, die Alternative, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Okay, starten werden wir mit dem MAC-Prozess. Das heißt also, wir werden das Schlauchpaket auf Plus polen und die Masse an Minus logischerweise. Später werde ich dann noch auf den Fülldrahtprozess eingehen, da müssen wir nämlich genau umgekehrt polen. Also immer dran denken, das ist wichtig. Fülldraht, Schlauchpaket an Minus, bei MAC Schlauchpaket an Plus. Okay, gut. Bleche habe ich da zum einen 0,4er Blech. Ja, sogar noch ein bisschen weniger. Und ich habe da 0,7er Blech. Ich denke mal, das ist so das gängigste, was so in der, sag ich mal, Karosseriewelt, was ihr so beim Basteln an den Autos und so verwenden werdet, 0,7er Blech. Aber wie gesagt, das 0,4er Blech habe ich auch, das ist verzinkt. Und ich werde einige Schweißungen zeigen. Ich werde aber auch mal zeigen, Hefter sind ja auch sehr wichtig. Wir müssen ja keine kompletten Schweißungen haben. Aber ich zeige mal alles so, was die Maschine kann. Oder vielmehr gesagt, was sie nicht kann oder ob sie es überhaupt schafft, das seht ihr jetzt gleich. Aber ich sage euch schon mal vorab, es geht eigentlich alles. Es ist halt nur ein Einstellungsthema. Wenn man es einstellt, ordentlich, kann man fast alles hinkriegen. Und das probieren wir jetzt. Okay, dann legen wir mal los mit dem 0,7er Blech und fangen mal an, mit dem MAC-Prozess zu heften. So, wir starten jetzt als allererstes mit dem 0,7er Blech. Der Prozess ist MAC. Wir verschweißen 82% Argon, 18% CO2 als Mischgas. Was habe ich noch vergessen? Also, wir machen jetzt Hefter und ich habe eingestellt, einen Moment, ich mache die Maschine an, 20,2 Volt und 115 Ampere, damit ihr es vielleicht euch eventuell mal mitschreiben könnt. Irgendwas stimmt mit meinem Gas nicht. Ah, Gas war zu. Das war natürlich unprofessionell. Okay. Dann wiederholen wir dasselbe. Ah, das hört sich schon besser an. Also die Maschine macht sehr schöne Hefter. Sie kommt schön, ohne zu stottern. Fast jede Hefte hat getroffen, der sitzt. Also zum Anheften ist es schon mal wirklich einfach im MAC-Prozess mit dieser Maschine. Okay, jetzt können wir mal den Strom noch reduzieren für eventuelle Anfänger, die noch nicht so geübt sind. Dann gehen wir mal auf 70 Ampere und 17,6 Volt. Ja, da hat man also viel mehr Zeit. Man kann viel länger draufhalten. Also ist auch überhaupt gar kein Problem. Das Gute ist, man braucht dann nur, wenn man die Grundeinstellung, die ich eben hatte, einfach nur runterregeln, die Amperezahl, und kommt dann eigentlich zu diesem Ergebnis. So, jetzt könnten wir ja noch hergehen und könnten hier noch, sagen wir mal, wenn wir mal so Karosserie-Nachbauten machen wollen oder irgendwas, so einen Winkel dran heften oder so, dann mal gucken, ob das geht. Ja, das geht auch. Jetzt mache ich den Strom mal wieder ein bisschen mehr. Ich habe jetzt 100 Ampere und 19,3 Volt.
Also, eigentlich super. Kann man wunderbar heften. Ist echt kein Problem im Mack-Prozess. Wir machen ja nachher auch noch den Füllrad-Prozess. Da müssen wir mal schauen, ob das da genauso easy geht. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wie sich die Maschine beim Schweißen verhält mit dieser Stromeinstellung. Also, ich würde mal sagen, perfekt. 100 Ampere, 19,3 Volt, 0,7er Blech. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen tiefer auch wieder. Jetzt gehen wir mal so auf 70 Ampere, 17,6 Volt. Jetzt hat man natürlich viel mehr Zeit. Wenn wir weniger Strom haben. Ich persönlich, mir wäre das zu wenig, aber egal. Funktioniert auch. Also, ich würde mal sagen, 0,7er Blech hat der Mack-Prozess schon mal auf jeden Fall souverän gemeistert. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf das 0,4er Blech. Mal gucken, ob das da genauso gut klappt. So, 0,4er Blech ist drauf. Ich habe schon mal einen Versuch gestartet. Also hier seht ihr schon, wie sofort zwei Löcher gemacht. Ich bin jetzt hier bei 50 Ampere. Ja, weiter runter regelt die Maschine nicht. Also jetzt wird es hier schon ziemlich eng. Aber hier gibt es jetzt noch einen Trick. Der Trick ist folgender. Wir sind ja jetzt bei 13,3 Volt und haben 50 Ampere. Jetzt gehen wir einfach hier oben auf den Aluminiumprozess und siehe da, jetzt können wir runtergehen auf 50 Ampere und können mit der Voltzahl runtergehen bis 8,4. Also können noch viel tiefer mit der Voltzahl gehen. Und mit der Einstellung jetzt, muss ich natürlich noch rausfinden, werden wir auf jeden Fall jetzt vielleicht das 0,4er Blech schweißen können. Okay, dann legen wir mal los. Schauen wir mal, wie es mit dem Heften aussieht. Das ist jetzt ja wirklich ganz dünnes Material, also das kann ich hier sofort verbiegen. Ich habe jetzt, wie gesagt, meine 8 Volt und 50 Ampere. Aber siehe da, es ist ein Heften möglich. Wichtig ist, wenn ihr jetzt so ganz dünnes Material heftet, müsst ihr noch weiter mit dem Gas runtergehen. Also dann ist nichts mehr hier mit 8 Liter oder so. Dann geht ihr runter auf 3 bis 4 Liter, weil desto mehr Gas ihr habt, umso heißer wird das und dann geht euch gerade sofort das Blech kaputt. Also, 0,4er Blech heftet die Maschine. Mit 4 Liter habe ich jetzt eingestellt Stutzgas, ohne Löcher zu machen. Also ist überhaupt gar kein Problem. Die Maschine schafft das. Jetzt kann man mal probieren, ob ich hier noch so ein Winkelblech auch angeheftet bekomme. Ah, da wird es schon knapp, ihr seht es schon. Also das muss da ganz genau passen. Sonst machst du da ein Loch rein. Aber wenn man richtig trifft, ist auch dies möglich. Bisschen Übung. Ja, also, ich würde mal sagen, heften ja. Jetzt können wir mal noch gucken, wie sich die Maschine beim Schweißen verhält. Aber ich gehe mal davon aus, also bei 0,4... Da wird es eng.
Da geht relativ schnell das Material kaputt, weil zu viel Hitzeeintrag ist. Ja, man sieht, also ein Schweißen ist nicht mehr möglich. Also, Fazit: Mack funktioniert. Schweißen, Heften 07, gar kein Problem. Super. 04, Heften ja, Schweißen nein. Okay. Ich werde jetzt die Maschine umbauen auf den Fülldraht. Fülldraht werde ich nehmen 06er Fülldraht. Und ja, fangen an mit dem 07er Blech wieder. Okay, dann bis gleich. So, Fülldraht rein. Wichtig hier auch, unten die Rolle wieder wählen auf den richtigen Durchmesser. In dem Fall habe ich jetzt 0,6. Wer nicht richtig Bescheid weiß zum Thema Fülldraht, weil er jetzt hier so auf das Video gestoßen ist, der guckt sich einfach mein Fülldraht-Video an, was alles zu beachten ist, weil da gehe ich jetzt nicht mehr im Detail drauf ein. Okay, dann können wir sagen, Fülldraht soll laufen, macht er auch. Wichtig ist noch die richtige Stromdüse rein. Eben hatten wir 0,8er Draht, jetzt haben wir 0,6er Draht, muss ich noch natürlich die Stromdüse wechseln. Okay, Schnelllauf ist aktiviert, Draht kommt vorne raus. Okay, das war's. Dann können wir mal loslegen mit dem Schweißen. So, wir starten jetzt genauso wie eben im Mack-Prozess mit dem Mick-Prozess. Unser inertes Gas ist in dem Fall beim Fülldraht natürlich die rotile Füllung. Und deshalb denkt dran, dass ihr eure Gasflasche zuschraubt, nicht dass ihr noch nebenbei noch mit Gas schweißt, falls ihr eine Gasflasche dran habt. Ist nämlich mal schnell passiert. Okay, so, ich habe jetzt wie gesagt 0,6er Draht drauf, habe hier 0,7er Blech und jetzt versuchen wir, das zu heften. Auch das Heften hier mit dem Fülldraht kein Problem. Funktioniert wunderbar. Jetzt können wir noch mit dem Strom ein bisschen runtergehen. Ich habe jetzt hier aktuell drauf 100 Ampere, 16,4 Volt. Wir müssen natürlich ein bisschen weniger Volt haben, weil der Draht hier auch dünner ist. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf 70 Ampere und gucken, was da passiert. Also ihr seht schon, Fülldraht ist natürlich eine rauchige Angelegenheit. Die Gase sind nicht gerade gesund. Ja, will ich immer wieder darauf hinweisen. Also 70 Ampere. Okay. Gut. Ja. Hefte haben manche getroffen, manche nicht. Also ich persönlich muss sagen, die stärkere Einstellung gefiel mir besser, also mit 100 Ampere. 16,3 Volt. Jetzt versuche ich mal etwas größere Hefter zu machen, dickere Hefter. Also es geht auch sicher. Also 0,7er Blech im Fülldrahtprozess mit 0,6er Draht, den ich hier habe, geht das Heften wunderbar. Also man kann nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Obwohl der höhere Strom sieht, da sind die Hefte besser angelaufen. Also das ist mein Favorit. Okay, dann wollen wir jetzt mal gucken, wie es dann mit dem Schweißen aussieht, ob das auch machbar ist. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich stechend geschweißt habe. Weil wenn ich ziehen schweiß, kriege ich noch mehr Hitze rein.
Also das ging auf jeden Fall. Aber nicht schön. Jetzt versuche ich mal zu ziehen, wie man es ja beim Fülldraht macht. Also es ging besser, wie ich dachte. Ich dachte, da kommt mehr Hitze rein, aber nein. Es klappt wunderbar. So, wenn wir dann die Naht ein bisschen säubern. Das ist halt der Nachteil beim Fülldraht. Aber ein feines, na hier unten ist Kamera, hier unten ein feines Nähtchen. Also es klappt. Auch schweißen mit Fülldraht, kein Problem. Und ich bin begeistert. Also halten wir fest, Fülldraht, Heften, 07er Blech, funktioniert, schweißen funktioniert. Jetzt gehen wir noch auf das 04er Blech und dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Also man kann ihn heften, aber nicht so wie eben im Mack-Prozess. Also hier stößt der Fülldraht an seine Grenzen. Also was ich eben im Mack-Prozess noch wunderbar machen konnte, ohne das Blech zu zerstören, gelingt mir hier eher weniger. Also man sieht's. Also, Fazit. 07er Blech mit dem Fülldraht kein Problem. 04er Blech mit Fülldraht geht nicht oder mangelhaft. Okay, so, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt mal ein bisschen einen Einblick geben. Probiert's aus, stellt Fragen in den Kommentaren und wenn es euch gefallen hat, abonniert mich und Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und schreibt mir, was ihr als nächstes sehen wollt. Tschüss, bis dann.